Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat, die Kindertagespflege hat einen ganz eigenen Stellenwert innerhalb der Kindertagesbetreuung. Sie hat eine wichtige Bedeutung neben und in Ergänzung für die Betreuung, für die institutionelle Betreuung in der Kita. Wir haben das bereits Rot-Grün in der damaligen Bundesregierung 2004 so anerkannt. Wir haben nämlich in dem sogenannten Tagesbetreuungsausbaugesetz die Kindertagespflege gleichgestellt mit der institutionellen Betreuung in der Kita. Und das war gut so. Denn gerade Eltern mit sehr kleinen Kindern wünschen sich oftmals eine familienähnliche Betreuungsform im privaten Rahmen und mit hoher Flexibilität. Und das ist es genau, was die Tagespflege auszeichnet. Und daher ist der Ausbau der Kindertagespflege in Nordrhein-Westfalen sehr erfreulich. Wir kennen die aktuellen Zahlen. Die Anzahl der Plätze ist um 17% im Jahr 2013/2014 angewachsen. Und damit leistet die Kindertagespflege natürlich auch einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung des Rechtsanspruches für U3-Kinder. Diese erfreulichen Zahlen sind auch darauf zurückzuführen, dass wir als Land die Kommunen bei dieser Aufgabe sehr kräftig finanziell unterstützen, weil wir haben Rot-Grün mit dem Belastungsausgleichsgesetz 1,4 Milliarden Euro in die Hand genommen und damit auch, das wird oftmals übersehen, die Kindertagespflege finanziert, nämlich mit jedem Tagespflegesatz mit 3.400 Euro. Und ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, auch das muss gesagt werden, dass die Opposition diesen Belastungsausgleich und diese Entlastung der Kommunen nicht mitgetragen hat, sondern gegen dieses Belastungsausgleichsgesetz gestimmt hat. Leider bleiben in vielen Kommunen, in Köln zum Beispiel ist das der Fall, immer noch Tagesplätze leer und ungenutzt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mehr für die Akzeptanz tun müssen und auch natürlich die Tagespflege weiter qualifizieren und weiter professionalisieren müssen. Wir haben das bereits angepackt, Rot-Grün hier in Nordrhein-Westfalen mit dem ersten Kiebitz-Änderungsgesetz. Wir haben bei der Qualifizierung der Kindertagespflege einen wichtigen Schritt nach vorn gemacht und haben die Ausbildungskapazität auf 160 Stunden erhöht. Und wir werden in der nächsten Stufe der Kiebitz-Reform weitere Schritte unternehmen, um die Tagespflege besser aufzustellen und weiter zu qualifizieren. Wir werden sehr klarstellen, dass die Tagespflege einen eigenen Bildungsauftrag hat und dass sie deswegen auch auf der Grundlage einer pädagogischen Konzeption arbeiten soll. Und wir werden eine vollkommen neue Qualität einführen und festlegen, dass die Kindertagespflege sich wie die Kita auch im Sozialraum vernetzt, eng zusammenarbeitet mit anderen Diensten, mit anderen Unterstützungsangeboten für Familien. Und darüber hinaus werden wir, und das ist ganz wichtig bei der Umsetzung der Inklusion, die Inklusion besser ausstatten in der Kindertagespflege, indem wir sie nämlich mit einem erhöhten Stundensatz unterstützen und finanzieren. Und wir werden es auch anpacken, auch das ist wichtig für die Kindertagespflegepersonen, dass dieser Wildwuchs, den wir haben in den Kommunen, unterschiedliche Regelungen vor Ort, vor allen Dingen unterschiedliche Stundensätze, dass das vereinheitlicht wird, das wollen wir zusammen anpacken mit den kommunalen Spitzenverbänden, dass man dort zu einheitlichen Regelungen innerhalb und Empfehlungen innerhalb von Nordrhein-Westfalen kommt. Meine Damen und Herren, gerade dieser letzte Punkt ist wichtig, um den Tagespflegemüttern und Vätern eine gute finanzielle Grundlage und eine Absicherung für ihre wichtige Arbeit zu geben. Sie sehen, meine Damen und Herren, für Rot-Grün ist die Aufwertung der Tagespflege, ist die Qualifizierung und Professionalisierung nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern wir setzen das in ganz konkretes Handeln um. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau.